Hallöchen und willkommen bei Let's Remake mit dem Ed. Wir haben uns zuletzt ein Grundstück, Haus, Wohnung, irgendwie sowas aus dem Cyberpunk DLC besorgt. Ihr wisst, wir haben letztes Mal schon ein bisschen reingesehen. Es ist ziemlich, ziemlich dunkel gerade. Man erkennt fast gar nichts. Ich muss immer hier rein. Ne? Also das hätte man ruhig echt abkürzen können. So. Ich habe an dem Haus noch nicht viel gemacht. Maximal ein bisschen Müll weggeräumt. Allein die Tür ist ja schon so. Meins ist es nicht. Aber das lassen wir. Es ist mir einfach zu dunkel, um ehrlich zu sein. Und das hier ist so eine Art Schaltzentrale, würde ich mal behaupten. Wir könnten auch einfach nur das so lassen und einfach nur sauber machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Okay, der Spiegel ist interessant. Wie das hier gemacht werden könnte. Ob ich im DLC-Thema bleibe? Eben. Warum hängt hier eine Piñata rum? Jetzt müssen wir den ganzen Müll entsorgen. Was ist das? Also die Details finde ich schon nett, das muss man sagen. So, das kann ich nicht verwenden. Schublade. So, da. Auch nicht besonders hell. Ach, ich sehe es und nichts. Ein Cybertoast? Euer Ernst? Wie isst man den? Idee mit dieser Nische. Da ist irgendwo noch was schmutzig. Ich weiß gerade nicht. Was? Ach so. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht's gleich weiter. Immer diese Telefonanrufe, die einen. Was wird mir hier noch angezeigt?
Oder bilde ich mir das ein? Nicht wirklich, oder? Kapiere ich nicht. Angeblich ist da was, aber irgendwie... Da war was. Ist da doch was dreckig einfach nur? Keine Ahnung. Ich würde das gerne machen. Ach, Katze. So. Da haben wir noch ein wenig. Ach, da oben. Schmutz. Natürlich auch sein, dass das hier angezeigt ist. Worden ist. Whatever. Es gibt hier kaum Musik, oder bilde ich mir das ein? Pizza Flyer. Okay. Okay, was liegt da jetzt noch rum? Da oben. Und was ist das hier? Na? Pizzarest. Also da war jemand nicht gerade. Okay. Aufgeräumt. Ich lasse das so, wie es ist. Ganz ehrlich. Wenn ich mich immer noch frage. Badezimmer ist einfach nur wieder schmutzig. Und hässlich. Aber jedem das seine, ne?
Oh, ich hab's gefunden. Aha. So, alles sauber. Die junge Dame will es haben. Kannst du gerne haben. Ich will das nicht. Gut. Ich lasse es so. Ach, ich wäre so schön. Das mache ich mal in meinem eigenen Haus. Brauchen wir nicht. Entschuldigung. Okay. Einfach mal so 12.000 gewinnen. Nehmen wir. Achso. Passt schon. Ach. Taschenlampe. Gut. Das können wir halt nicht immer machen. Das ist ja auch doof. Hackst das Haus. Bei dem soll man anklopfen. Um etwas, um eine Errungenschaft freizuschalten. Und ein Auto muss man auch bearbeiten. Und was ich herausgefunden habe, das ist tatsächlich das Haus in dem, aus dem Film Kevin allein zu Hause. Ein langweiliges Haus mit zwei Räumen? Wo kommt das denn her? Und wer hat das so zugerichtet? Das ist dann eher so ein Ein-Mann, Ein-Personen-Haushalt? Und wisst ihr was? Es ist hier schon ein zweiter Teil announced worden, angekündigt, whatever. Auf den freue ich mich. Einfach, weil man dann viel mehr Möglichkeiten hat, bekommen wird. Und wegen zwei Zimmer. Gott, wer hat das so zugerichtet? Das steht außen, hm? Nee, ich. Okay. Graffiti kann ganz hübsch sein, aber sowas ist einfach nur schändlich. Und Gott, hat man das hier zugemüllt. Holy. Nichts außer Alkohol und Fastfood, was? Ein schmutziges Fenster. Mei. Ich
glaube, hier mache ich mal rote Wände. Vielleicht holt sich das dann der eine Typ dann. So. Dann. Ach so, weil ich eine Klima einbaue. Ach so. Ja, gut. Aber so an sich ist es schon ganz hübsch eingerichtet. Schlicht. Funktionabel. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Wird ein bisschen aufgehübscht, ja. Da kann man nach draußen. Und es gibt mal wieder einen Keller, der natürlich genauso zugemüllt ist. Ich meine nicht, dass meiner perfekt aufgeräumt wäre. Keller, was machen wir? Haben wir zufällig? Ich mache hier einen kleinen Sport- und Hobbyraum. Dartscheibe nehmen wir. Wofür ist das? Pfeile? Ja, die Pfeile. Mal was Modernes. Sprich, Boden. Nee. Mach was Dunkleres. Wand. Was Helles. Die Tapeten sind halt alles so. Aber wäre hübsch, aber das Muster geht gar nicht. Nehmen wir das.
So. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Farbe. Und zwar... nehmen wir den Biskuit. Damit es nicht so düster ist. Doch gar nicht mehr unbedingt aus wie ein Kellergebäude. So. Nicht nach oben stellen. Ist das denn ernst? Aber das lasse ich so. Das passt. Das ist gut. Gut. Also, Hobbyraum. Hobbyraum heißt bequemes Sofa. Nicht zu groß. Wo ist es denn? Das da. Es ist schon sehr groß, muss man sagen. Tisch dürfte sogar ein wenig größer sein. So, dann ein Regal. Na komm. Eher sowas hier. Ich weiß nicht, was das sein soll, ehrlich nicht. Dann schauen wir mal, was wir so haben an Hobby. Das ist Deko. Ich
Armen. Warum ist das Ding so groß? Naja. Digital ist das auch noch, okay. Ah, Rosho. Mhm, ist klar. Ist klar. Ist klar. Was nehmen wir denn? Billard ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Weil Billard richtig groß ist auch. So, auf jeden Fall. Ein. Ich kann mir überlegen, ob ich die Kiste noch einpacke. Aber die ist schon sehr groß. Da ein Fernseher. Und was macht man? Die Wand. Vielleicht ein großes Buch. Büro, Hobby. Behälter wäre nicht schlecht. Der ist ja monströs. Nee. So. Das ist doch kein Wohnzimmer, Leute. Ein großes Bild. Irgendwie würde ich da gerne noch was hinstellen. Ein Flipper? Globus war jetzt, naja. Wir könnten noch ein paar Boxen hinpacken. Also so Lautsprecherboxen. In dem Fall zu klein. Wo war denn der Schmuck? So. Das Ding hier eher so. Wir könnten auch ein paar Schallplatten hinstecken. Musik? Warum auch immer die so aneinander pappen? Die sind auch so riesig, ne?
Was haben wir denn an. Haben wir nicht da auch irgendwo was? Skateboard? Das ist ein wenig zu groß. Das neue Poster dazu gekommen, seht ihr das? Wie wär's, wenn wir. Das sieht alles irgendwie so kitschig aus. Warum ist das Licht ausgegangen? Okay. Ist halt ein Hobbyraum, ne? So. Treppensteigen ist schwierig. So, wacht. Dann Deko, Spiegel. So. Und dann Tisch. Moment. Vielleicht besser, wenn ich das hier hinstelle. Na, ist auch nicht besser. Ist auch nicht besser. Thank you.
bisschen höher. So. Gut. Bad. Ja, was will man im Bad noch groß machen? Bin ich blind oder gibt es keinen Lichtschalter? Hä? Geht die Sonne auf oder unter? Bin mir nicht sicher. Es wirkt fast, als bräuchte mir einen Lichtschalter. Ich sehe keinen tatsächlich. Wir haben keinen. Wir haben eine Heizung, jetzt kann das weg. Auch wenn mir die Fliesen gerade nicht unbedingt zusagen. Die sind sehr trist. Sind wir mal ehrlich. Wandfliese. Nehmen wir mal was Knalliges. Oh, ausnahmsweise mal. Ob es reicht? Ich weiß es nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde hier wirklich nur Videos von etwa einer halben Stunde Länge machen. Das wäre ein bisschen trist und wenig und irgendwie nicht realisierbar. Gut, lassen wir weg damit. Den Boden. Fliese machen wir klassisch. Hellgelb, weiß. Nee, machen wir einfach nur weiß. Das passt schon. So, als Kontrast. Dann hauen wir da noch schnell einen Teppich rein. Ein Teppich. Ein bisschen Farbe. Gut. Und das mit dem Spiegel und dem Brett anbei, das merken wir uns. Nein, das mache ich denn. Das ist bei Deko drin. Jetzt die Farbe. Klar, das Spiel selber kann aber ich nicht. In dem Fall
dem Fall müssen wir halt doch. Nicht das, sondern das. Naja. Gut. Was hätten wir denn noch Schmales? Schmales? Schmal? Kommode vielleicht? Ist alles so tief, das ist das Problem. Aber wie gesagt, die Möbel finde ich so an sich ganz okay. Wir machen da hinten eine Lampe rein. Licht, Stehlampe. Spaß aller. Schmal, dunkel. Haut natürlich wieder mal nicht hin. Warum sollte es? Du gehst nicht, weil... Bist du zu lang? Breit, schmal. Das war einfach zu lang. Dann... Dunkel ist. Ah, Decke.
Das Fenster ist sauber, okay. Esszimmer. Problem ist, das sieht einfach schlimm aus. So. Und Stuhl möglichst schlicht. Gut. Hier machen wir die bisschen Farbe. Passt soweit. Moment, was haben wir denn? So ein dunkles Orange. Küche, hängender Schrank. Ich glaube, Pastell ist es nicht. Rot ist es auch nicht, also ist vielleicht doch. Das ist halt so typisch. Nachbauen geht einfach nicht. Tür. Dunkel, Griff, schwarz, Holz. Dunkel. So 100% passt das nicht. Aber was soll's? Kann ich nicht ändern. Ich habe dieses dunkle Orange nicht. Mhm. So, so, so. Und Boden finde ich eigentlich okay so. Langer Teppich. Das ist aber eine sehr dunkle Wand. Hier machen wir wieder Vorhänge ganz normal. Schmal, hell. So. Da haben wir diese Tasten, ne? Ich kann in die Hau... Okay, ich kann mich sogar hinknien. das passt nicht. Schade. Okay, dann machen wir...
Auf der Seite halt sowas. Jetzt, wo die Sonne aufgeht, machen wir vorn hin. So. Gut, dann kleiner Nachttisch. Lampe drauf. Und dann, ganz ehrlich, das ist... Hoppala. Farbe. Ich nehme jetzt einfach das da. Auch wenn wir wahrscheinlich gar nicht so viel gebraucht hätten. Und dann machen wir... wirklich nicht so viel gebraucht hat. Oh, wie viel heller das ist. Deko, Gemälde, Bild. Und dann bin ich mal so frei. Nehme mal ein bisschen was. Ach, das ist einfach zu groß. Ne? Klimaanlage, Heizung. Mein Geld. Ich brauche aber noch ein bisschen Farbe. Und ich bin jetzt mal ganz frech. Zu dem Cyberpunk-Thema. Aber nein, nicht das. Aber was heißt Thema zu dem DLC? Ich glaube, das sieht ganz nett aus. So. Dab, dab. Dann sind wir eh schon fast fertig. Das wird nicht reichen. Gibt's das? Es reicht nicht. Willst du mich veräppeln? So. Okay. Das ist halt modern. Ne? Thank you.
Gott. Stopp. Dass ich mich nicht drin spiegel, ist ja schon auch merkwürdig. Das Bad haben wir fotografiert, ne? Gut. Dings haben wir auch gemacht. Da packen wir jetzt noch ganz klein wenig. Stopp. Licht. Stehlampe. Tischlampe. Kerzen. Gut. Das reicht für heute. Auf eine Stunde. Das passt schon. Zu viele Zimmer. Mhm. Mal schauen, 6, 5 und ein paar zerquetschte. Perfekt. Gut, ein paar Minuten hatte ich sogar noch Zeit, aber wir belassen es dabei. Wir kaufen das nächste. Schauen wir ganz kurz rein. Könnte man vielleicht tatsächlich wo ist der Lichtschalter? Wo bin ich? Das ist alles an Licht. Gehört das zum Cyberpunk-Thema dazu, dass man nichts sieht? Also, ich brauche Licht. Sonst arbeitet es sich doch so schlecht. Weg damit. So, wir räumen ein bisschen auf. Und dann bin ich so frei und mache das Cyberpunk-Thema hier weg. So schmutzig. Die Sounds. Oh Gott, das Fenster. Das wird lustig. Ich sag's ja nicht, wird lustig.
steht hier eine Waschmaschine mit einem Wohnraum? Sehr logisch, yes. Aha. Eigentlich könnte ich mir viel Arbeit sparen, wenn ich den ganzen Kram erstmal verkaufe. Doch schon länger keiner mehr gewohnt. Hm? Geronimo. Okay. Und hier und voll Teufel. Was übersehen? Okay. Ach so, da geht's nach draußen. Okay. Gut, weg mit dem ganzen Cyberpunk-Schmarrn. Damit kann ich nicht viel anfangen. Kein Bezug und so. Die Bücher alle einzeln verkaufen, ist das euer Ernst? Okay, dann bleibt das Bücherregal, wo es ist. Steckdosen lassen wir auch. Lampe, Arcade. Das kann man da eigentlich auch lassen. Was gibt's hier so? Den man lassen kann. Ach, du Heilige. Das ist so eine Art, wie nannte man das, Loft? Okay. Problem ist, wenn ich das jetzt anhebe, fallen die ganzen Bücher raus. Oh, okay, lassen wir es dabei. Das war's für heute. Ich danke fürs Zugesehen haben. Schaut doch gerne in meine anderen Videos rein. Oder bei meinem Livestream. Ich bin am Wochenende live on Twitch. Link dazu in der Beschreibung. Beim nächsten Mal ein großes Update in diesem, naja, Haus kann man es nicht nennen, in dieser Wohnung. Und dann sehen wir mal, was wir daraus machen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Bye bye.